Herzlich willkommen Leute zu einem neuen YouTube-Video von mir, Adolf Burkhardt. Und ihr seht, heute ist auch jemand mit dabei, der gute Christoph. Wir sind gerade aus einem geisteskranken Beintraining zurückgekommen und dachten, Christoph lebt in Thailand. Warum machen wir nicht eine Deutschland versus Thailand Version? Was sind die Unterschiede im Bodybuilding? Wo lässt sich besser leben? Wo lässt sich besser Bodybuilding leben? Und ich glaube, niemand kann das besser beantworten als Christoph. Wie lange lebst du jetzt schon in Thailand? In Thailand lebe ich jetzt 1,5 Jahre und gehe jetzt auch bald wieder zurück. Bin, wie gesagt, zu Familienbesuch hier über die Feiertage gewesen, habe mich schon um die Rückreise gekümmert und werde dort dann nach meiner Regenerationsphase, die ich gerade habe, die Aufbauphase angehen. Ja. Und genau. Stabil. Okay. Wir haben den Leuten heute schon ein paar Fragen gestellt auf Instagram. Das heißt, ihr da draußen habt die Fragen gestellt. Vielen Dank erstmal dafür, dass ihr da immer fleißig mitmacht. Und ich fange einfach mal an und dann gucken wir mal, was machen wir so draus wird. Jetzt brauchen wir so Wer wird Millionär Musik. Gibt es in Thailand wirklich so viele Transen? Jetzt war die erste Frage, ey. In Thailand gibt es einen Haufen Transen. Ich muss aber sagen, die meisten sind echt schöner als alle deutschen Frauen, die ich hier rumlaufen sehe. So, die sehen ja echt verdammt gut aus. Weil die sind komplett gemacht. Da ist alles gemacht, so wie es aussehen soll. So, aber ist jetzt nicht so, dass jede Frau dann trans ist. Also ist nicht so, dass du dann nur Transen hast. Da hast du mal ein oder zwei, du hast eine bestimmte Straße, wo dann nur Transen stehen, die dir hinterherrufen. Aber nicht so, dass du überall irgendwelche siehst. Ist dann nur, sag ich mal, jeder Mensch kann da machen, was er möchte. Ja, und wird dafür nicht verurteilt. Nicht so wie hier in Deutschland, wo du dumm angeguckt wirst, wenn du irgendwas anders machst oder wenn du anders bist. Da kannst du einfach du selbst sein. Ja, und deswegen denkst du auch, dass dort dementsprechend mehr davon rumlaufen, weil die einfach ihre Individualität freier ausleben dürfen? Ich denke schon so, weil die genau das machen dürfen, was sie wollen, ohne dafür dumm angeguckt zu werden. Ja. Ja. Und es gibt ja immer noch genügend Touristen, die da hinkommen und da drauf stehen. Ja, und das hier in Deutschland halt einfach nicht raushängen lassen können, so, weil sie hier auch wieder verurteilt werden. Ja, ich finde das nicht schlimm. Leben und leben lassen, ja. Sag ich immer. Okay. Muss man mehr auf die Qualität der Lebensmittel achten? Oder ist es bei zum Beispiel Fleisch sogar besser? Das kommt immer ganz drauf an, ja. Du musst halt überlegen, so ganz, ganz viele Dinge werden dort halt vor Ort produziert. Auch die Früchte, die wir hier haben, die schmecken nicht. Ja, wenn ich hier jetzt eine Banane oder eine Mango oder sowas esse, dann schmeckt nach nichts. So, wenn du da eine Mango hast oder eine frische Kokosnuss. Ganz gutes Beispiel, ich habe jetzt von Oma eine Kokosnuss bekommen, zu Weihnachten so ein Obstteller, ja. So, und da war so eine Kokosnuss drauf. Dieses braune, haarige Ding. Und ich denke so, was ist denn das? Warum ist die braun? Hab mal gegoogelt, weil die Schale drumherum abschneiden. So, und dann haben wir die aufgeschnitten, ja. In Thailand machst du es mit einer Machete, einfach so ist sie offen, dann trinkst du da draus, bauen sich ja nicht mal mehr Flüssigkeit drin. Und ich habe Nana ja mit, die ist aus Thailand. Und so, und der hat dann an dieser Kokosnuss gerochen. Gesagt, keine Müll, sowas essen wir nicht. Ja, echt jetzt? Weil das, was wir hier bekommen, das wird da weggeschmissen. Echt? So, sowas essen wir nicht von der Qualität, ja. Das ist für die schon zu alt, weil wir bekommen die alten Kokosnüsse hier, weil die natürlich auch über lange Zeit verschickt werden. Ja. So, noch anderes Obst ist, wie gesagt, deutlich frischer dort vor Ort, weil es halt dort angebaut wird. Ja. Zum Fleisch muss ich sagen, hast du das halt auch vor Ort, ne? Es kommt immer darauf an, wo du es kaufst. Kaufst du es auch wieder in einem großen Discounter? Oder kaufst du es dann direkt beim Bauern nebenan sozusagen? Ja. Das sieht natürlich ein bisschen anders aus als hier. Ja. Aber da kannst du schon echt qualitativ hochwertiges Fleisch auch bekommen. Würdest du sagen, es schmeckt auch besser? Oder anders? Das Hühnchen? Hühnerbrustfilet? Nicht wirklich. Nicht also, wirklich? Es kommt auch, wenn du hier vom Metzger holst und da vom Metzger holst, schmeckt beides ziemlich beides gut. Beides ziemlich gut. Okay. Ja. Ja, auch interessant. Wie wird man als Deutscher aufgenommen in Thailand? Eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. So, gibt es da viele Deutsche so? Phuket ist halt eine Touristendestination. Das war die weltbekannteste Touristendestination zwischenzeitlich. So der Favorite Hotspot für Urlaub auch meistens. Ja. Und es sind echt ein Haufen Ausländer, so wie ich dort, muss man so sagen. Also es ist wirklich bunt gemischt aus jedem Land. Und die Menschen, die leben vom Tourismus ja überwiegend. Ja. Und die sind wirklich froh, wenn Touristen da sind. Ja, freuen sich natürlich auch darüber, weil sie durch die natürlich irgendwie Geld verdienen. Aber die sind auch wirklich herzlich zu allen. Ja. So, und das merkst du halt generell dort in den asiatischen Ländern. Die Menschen sind immer irgendwie gut gelaunt, die sind herzlich, die haben nicht viel.
Aber die nehmen dich immer offen auf, mhm, wollen viel von dir wissen und unterhalten sich auch sehr, sehr gerne mit dir. Und ist halt komplett anders als hier. Also du wirst definitiv sehr gut aufgenommen. So, du fühlst dich nicht irgendwie fehl am Platz. Du schließt auch schnell, wenn du relativ offen bist und nicht introvertiert, schließt du relativ schnell Bekanntschaften und hast aus zig verschiedenen Ländern halt wirklich Leute um dich herum und du verstehst dich mit allen. Ja. Und ich denke mal, gerade diese bunte Mischung von verschiedenen Kulturen, ja, die bringt dich auch weiter, weil du halt generell ganz viele verschiedene Ansichten kennenlernst, siehst, was, wo die Menschen im Leben stehen, ja, was sie schon erreicht haben, wie sie dahin gekommen sind, wie ihre Werdensgänge sind. Und da kannst du auch sehr, sehr viel von mitnehmen und dich dementsprechend auch weiterentwickeln. Yeah. Und das hat man in dem Jahr halt bei mir jetzt auch enorm gemerkt, so, was du da wirklich von mitnimmst und was das für ein Kulturunterschied ist, wenn ich jetzt wieder hier zurückkomme, auch auf welchem Niveau man sich, sag ich mal, hier in Deutschland zurzeit unterhält und wie du dich dort unterhältst. So, ich habe dort jetzt anderthalb Jahre nicht geflucht, ja. Jetzt kommst du hier nach Deutschland zurück, die ersten zwei, drei Wörter sind so du und so, ja, Mann. Fick dich und sowas, ja. Tatsächlich, das hast du da nicht. So unterhältst du dich nicht, du bist irgendwie respektvoll, du unterhältst dich auf einem höheren Niveau, ja, und du schätzt die Person so dein Gegenüber. So, und selbst wenn du nicht magst, unterhältst dich kurz und dann ist gut, aber du bist nicht so wie hier halt dieser Neid, dieser Hass halt dieser Einfluss einfach von anderen Faktoren, die du noch hast und wodurch sich sehr, sehr viel ändert. Glaubst du auch, also meine Theorie ist ja, wir Menschen sind wie eine Pflanze, ja, wenn du 365 Tage im Jahr Sonnenschein hast, dann geht es dir auch besser, weil einer Pflanze geht es das ganze Jahr auch besser, wenn sie täglich frische, schöne Sonne bekommt. Und so sehe ich das Ganze auch ein bisschen. Die Länder, in denen man nicht so viel Sonnenschein hat, habe ich immer das Gefühl, sind die Leute gestresster und auch schlechter drauf. So, ne? Würdest du sagen? Habe ich auch. Also ich bin die ersten Tage hier, ich bin nicht aus dem Bett gekommen, ich konnte nicht aufstehen, weil es den ganzen Tag dunkel ist. Ja. So, und ich bin sauer geworden, ja, weil um 9 oder 10 ist da nicht mal Sonne hier draußen und dann ist um 15 Uhr schon wieder dunkel. Ja. So, und das hast du da nicht. Du hast Sonnenaufgang 5:30, 6 Uhr und dann hast du Sonnenuntergang 18:30 oder so, ja, es kommt immer drauf an. Mhm. Aber du hast Sonne den ganzen Tag und du fühlst dich deutlich besser und du bist echt nicht so gestresst, du hast bessere Laune. Und hier dieses Triste, das macht dich halt nicht nur wegen jetzt Vitamin D-Mangel oder so, sondern generell, es zieht dich runter. Es zieht dich runter. Es macht dich so leicht depressiv, weil das halt einfach so, ist einfach so eine traurige Stimmung. Mhm. Okay, interessant. Wie sind die Gyms in Thailand? Also ich muss sagen, gerade bei uns in Phuket ist ziemlich groß. Ja. Du hast, keine Ahnung, locker so 50, 60, 100 Gyms, ich weiß nicht. Die kannst du gar nicht zählen und die alle besuchen. Also es ist wirklich voll. Und die Gyms sind generell sehr gut ausgestattet. Ja. Du hast halt auch viele Crossfit-Gyms, die dann Profi-Sportler trainieren in dem Bereich. Ja, auch Profi-Tennisspieler für die Ausdauer etc. Ja. Dann hast du natürlich Unterschiede. Das Muay Thai-Gym, wo dann die UFC-Fighter trainieren. Und du hast auch fürs Bodybuilding halt echt so Mekka in Thailand, das ist dann Bangkok und Pattaya. Dort hast du die Muscle Factory und dort kommen wirklich internationale Athleten, die dort einfliegen und dort wirklich trainieren, weil du dort alles hast und die anderen weiteren Vorteile von Thailand natürlich auch nutzen kannst. Ja, dazu kommen wir mit Sicherheit auch gleich. Das ist interessant auf jeden Fall. Passende Frage dazu wäre jetzt, warum du nach Thailand ausgewandert bist? Gab es da einen Grund oder? Ich war in Thailand, also meine Wettkampfvorbereitung in Deutschland wurde bezüglich der Pandemiesituation abgesagt. Und dann habe ich mit einem Kollegen geschrieben, und der kommt aus der Ecke hier übrigens, und dann haben wir spontan gesagt, lass nach Thailand. Ja. Dann habe ich zwei Tage später Geld von ihm bekommen, ist er direkt zu mir runtergefahren. Dann sind wir losgeflogen nach Thailand. Kannten uns nicht mal. Einfach losgeflogen. Einfach mal spontan hin. So, ja, und sind Thailand angekommen. Nach der ersten Woche habe ich gesagt, ich will hier bleiben. Weil ich mich dort so wohl gefühlt habe, weil es so gut war. Und ich muss sagen, ich habe es keinen Moment bereut, so dass ich dort geblieben bin, ja, weil du musst einfach überlegen, es hat für mich nur Vorteile. So, klar, meine Familie vermisse ich, ja, die besuche ich auch, das ist ganz wichtig. Ja. Aber was vermisse ich sonst? Ich habe bessere Kontakte um mich herum, ja, ich habe einen besseren Lebensstil, ich fühle mich wohler, das Wetter ist besser, ja, und ich esse in Thailand, nein. Generell sonst hast du dort nur Vorteile, also egal in welchem Bereich. Und dort hast du nicht so viele Regeln. Ich mag das nicht, eingeschränkt zu werden in meiner Freiheit. Egal in welchem Bereich das jetzt ist, als ich jetzt zurückkam, ja, wir haben jetzt ja wie gesagt eine spezielle Situation, brauchen wir uns nicht weiter darüber unterhalten, aber das Leben wird eingeschränkt, die Freiheit wird eingeschränkt. Und so möchte ich einfach mein Leben nicht verbringen. Ich möchte selber gestalten können, was ich mache
und ich möchte vor keinen Rechenschaft dafür ablegen müssen und nicht irgendwie so, du hast das nicht gemacht, so diese Zweiklassengesellschaft. So egal, lass mich doch das machen, was ich machen möchte, ja, und akzeptiere mich so, wie ich bin. Ja. Und das hast du halt in Thailand. Das hast du in Thailand. Das gefiel mir sehr, sehr gut, ja. Okay. Ja, jetzt, wenn du so weiter erzählst, dann komme ich noch bald hinterher. Sehr gerne. ja. Auf die Frage habe ich eigentlich gewartet. Gibt es bessere Supersubs in Thailand? Also bessere. Okay, also besser, ne? Wie soll man besser definieren? So, du kriegst in jedem Land die gleichen Sachen. So, die Verfügbarkeit ist in Thailand natürlich besser. Du kannst jetzt in jede Apotheke gehen und kannst dir dort wirklich alles einfach so kaufen. Du kannst in jeden Supplement-Shop, sagst du, was du an Stoff brauchst, bekommst es. Ja? Oder du orderst das halt über irgendwelche Apps und kannst es so kriegen. Also, ich sag mal, die Verfügbarkeit ist top, ist super, ja. Preislich, sag ich mal, die normalen Hormone sind meistens im gleichen Preisbudget. Wachstumshormone und so sind halt enorm günstig dort im Vergleich. Also das ist schon vorteilhaft. Und also du bist halt auch, es ist nicht strafbar. Sondern also du kriegst halt, wie gesagt, übergekauft, so eine Grauzone. Ich flieg mit meinem Stoff. Ja, ich habe so ein Handgepäck, stelle meine Wachstumshormone, mein Testo da alles auf Laufband da vorne. Alles okay, gar kein Stress. Also, wie gesagt, ja, nee, das wollen wir nicht, haben sie nur Spritzen dabei. Ich so, ja, im Koffer, ja, das ist okay. So, dann darfst du weiter. Das einzige Mal, als ich angehalten wurde, war, weil ich einen Insulinpen dabei hatte. Da musste ich so ein Dokument unterschreiben, dass ich selber Haftung übernehmen, haben nämlich einen ganzen Airport mit Namen ausgerufen und ich dachte so, oh, was ist jetzt los? Aber und dann haben die mir nur eine Sonderbehandlung gegeben, weil die dachten, ich bin Diabetiker und haben extra auf mich aufgepasst. Also. Ja, und wie ist es? Machst du das etwa auch, wenn du nach Europa fliegst dann? Nee, also ich nehme von dort nichts mit. Ja. So, das macht keinen Sinn generell. Ich will hier nicht irgendwas machen, was hier strafbar ist. So. Du meinst Inlandsflüge dann drüben, ne? In Thailand Inlandsflüge, ja, genau. Also, okay. Du kannst dort auch Rezepte bekommen für alles Mögliche, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, ob die in Deutschland gültig sind. Das ist auch so ein Punkt. Und ich mache das Ganze dort. Ich lebe dort. Dort brauche ich mir keine Sorgen machen und brauche ich das Ganze nicht hier machen. Weil ich bin dann hier maximal für so, sagen wir mal, 4 Wochen oder so zu Besuch. Mhm. Dann nutze ich das wirklich als Regenerationsphase, gehe mal off-cycle, ja, und genieße die Zeit hier, ohne wirklich diese Kopfschmerzen zu haben, dass, ja, das hier nicht okay ist. Ja. So, und wenn ich dann wieder zurück bin, kann ich machen, was ich möchte, weil es dann, wie gesagt, erlaubt ist. Ja. Meal Prep zu Hause oder gibt es günstige und sportgerechte Möglichkeiten zu essen oder essen zu gehen? Ich sag mal so, essen gehen geht ja auch mal. Natürlich frittieren die sehr viel, aber wenn du frische Kokosnuss trinkst, damit du dein Cardio ein bisschen hast, ja, deine Elektrolyte hast, top. So, wenn du jetzt essen gehst und sagst, du bestellst kaum ein Geil, das ist einfach zum Beispiel weißer Reis mit, also wirklich schierem Hähnchen, was du dazu schneidest, top. Ja, dann musst du halt 2 davon essen. Du weißt nur nicht genau, wie viel Gramm das geht. Lebensmittel generell kommt immer darauf an, was du kaufst. Es gibt günstige und teure. Ein Kilo Haferflocken kostet fast 5 Euro. Das ist schon wirklich teuer. Ja. Und andere Sachen sind wieder günstiger. Wenn du Meal Prep bestellst, ich habe das jetzt in der Vorbereitung gemacht, dort wurde mir wirklich alles abgewogen, Gramm genau. Da zahlst du dann so für 200 Gramm Hähnchen und 100 Gramm Reis mit 200 Gramm Spargel, zahle ich dann auch so 5-6 Euro. Ja? 5-6 Euro. Ja, für eine Mahlzeit. Ne? Und wenn du dann generell so einen Tag machst, kannst du auch sein, dass du 20 bis 30 Euro am Tag bezahlst. Das ist ein gewisser Luxus, den du dir gönnst in der Vorbereitung, weil es halt einfach Stress klaut. Du kriegst hier jeden Morgen frisch geliefert, gehst einmal an deine Tür, nimmst die Tüte entgegen, brauchst nicht kochen, kannst die Mahlzeit mitnehmen, kannst am Strand gehen nach dem Gym. Ja? Und wenn du den Sport halt liebst, solltest du dir dort auch irgendwo was gönnen, statt in einem anderen Bereich. Also, verstehe ich das richtig? Ich kann quasi am Abend zuvor, oder ich kann, okay, wenn ich weiß, ich habe die nächsten 4 Wochen den gleichen, ja, Ernährungsplan, dann gehe ich hin, gebe ihm meinen Ernährungsplan und sage ihm, jeden Morgen früh um 6 wird es geliefert. Und dann liefert er mir auch meine Oats, meine Eier und meine Hafer, also meine Heidelbeeren und alles. Der Delivery Slots, das heißt verschiedene Lieferzeiten, ja, in verschiedenen Locations, also den Districts, die wir dort haben. Und da hat er dann, ich glaube, der erste war bei mir um 11 oder so, das heißt Frühstück habe ich selber gemacht. Um 11:30 war dann meine zweite Mahlzeit, nächste war 13:30, 15 Uhr war Gym, also immer getaktet. Und der liefert dir jetzt alles an die Tür. Ich habe den Plan geschickt und ich hatte ja sogar Lohn Heiltage. Habe ihm gesagt, welcher Wochentag los, welcher High, habe das Plan A und Plan B genannt, immer abwechselnd gekocht und auch immer abwechselnd die verschiedenen Grammanzahlen bekommen. Krass. Optimal. Genial. Ja. So viel dazu. Ist Bodybuilding in Thailand beliebt oder machen die alle nur Muay Thai? Es machen sehr, sehr viele sogar Bodybuilding.
Und generell halt auch, wie gesagt, in Phuket sind so viele Coaches, Fitness-Influencer, alles mögliche, die dort rumlaufen. Aber auch sehr, sehr viele Thailänder machen wirklich Bodybuilding. Generell wird es auch anders anerkannt. Also bezüglich Beliebtheit gerade ist, hier in Deutschland wirst du schräg angeguckt, machst Bodybuilding, der nimmt doch irgendwas, so, guck mal, wie das aussieht, so, weißt du. Die Menschen schätzen nicht, was für Arbeit dahinter steckt. Ja. In Thailand guckt die keiner schräg an. Die interessieren sich für dich, die fragen nach und dann kommen gar, du gehst am Strand spazieren, kommt dann ein Typ an und sagt, darf meine Frau ein Bild mit dir machen oder darf meine Schwester ein Bild mit dir machen, ja? Und du läufst da lang und jeder möchte ein Foto mit dir machen, so. Das ist eine ganz andere Welt und ja. Ist halt irgendwie cool so, weil du reißt dir den Arsch auf dafür, so. Du liebst das, macht Spaß und es ist mal so, dass es mal anerkannt wird, ja? Ja, ich kenne das Gefühl aus Amerika. Da habe ich zum ersten Mal so gedacht, cool, Mann, es kommt cool an, ja. Ja, Mann. Gibt es einen international interessanten Thai-Bodybuilder? Muscle Journeys würde ich mal sagen. Es gibt sicherlich mehrere. Der ist aber in der Muscle Factory Bangkok und der Typ ist ein Monster. Also ja, müsst ihr mal gucken. Guckt ihr mal bei Instagram nach Muscle Journeys. Der Typ beugt 300 auf Wiederholung, der rudert mit glaube ich 240 auf Wiederholung. Und das ist jetzt ein Freak, so wie der aussieht. Also der hat Beine. Die sind größer als deine so. Und das, das hat schon was zu heißen. So. Ja, aber musst du halt echt mal angucken. Ja. Das ist ein Monster. Ja. So, und auch trotzdem ein ganz netter Kerl. Der frisst, glaube ich, in der Offseason 10.000 Kalorien am Tag. Der kommt so mit 3 pürierten Hähnchentüten, ja, die er trinkt, so ins Gym, weil es die Post-Workout gibt. So, ganz verrückt. Krass. Wie hält man sich in Thailand finanziell über Wasser? Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ja. Manche Menschen dort finden natürlich auch irgendwo einen guten Job, sag ich mal, in Bangkok oder so, wo sie für eine Company etc. arbeiten. Aber die Frage ist immer, möchtest du arbeiten oder möchtest du ein freies Leben haben? Ja. So, und ich möchte die Freiheit leben. Und das kann ich nicht, wenn ich irgendwo als Angestellter arbeite. Und das wäre auch nicht meine Intention. Ich gehe nicht ins Ausland, wenn ich als Angestellter arbeiten muss. Das heißt, ja, am besten machst du dich irgendwie selbstständig. Machst das Ganze am besten online, dass du von überall in der Welt arbeiten kannst. Gibt jetzt heutzutage genug Möglichkeiten, ja. Ob du jetzt wirklich deine Leidenschaft zum Beruf machst oder ob du irgendwie ein Online-Spiel spielst, wo du Geld mit verdienst, gibt es ja auch schon. Ja? Lass dein Geld für dich arbeiten. Also schaffe dir ein gewisses Kapital X an, leg das Geld in verschiedenen Bereichen schlau an und lebe dein Leben, kassier Geld. Wie machst du das, wenn man kurz fragen kann? Ich mache ja Online-Coaching so, kann davon sehr, sehr gut leben. Da bleibt natürlich auch immer noch ein gewisser Betrag X über und den investiere ich weiter. Und das natürlich in verschiedene Anlagemöglichkeiten, verschiedene Assets. Auch sehr gut im Kryptobereich und schafft dort dann mir natürlich auch passive Einkommensströme, wo mein Geld dann wirklich für mich arbeitet. Ja. Aber ganz, ganz wichtig ist immer, schafft den Kapital X an. So. Wenn jetzt irgendwie einer ankommt, ja, ich habe 2.000 Euro, ich habe 10.000 Euro, ich habe 20.000 Euro, was soll ich damit machen? Ja, investier das in dich selber, sorg dafür, dass du mehr Wissen bekommst und mehr Geld verdienen kannst. Mhm. Ja, weil auch im Bodybuilding, was ist deine beste Investition? Die in dich selber so. Ja. Ja, weil wenn du weiterkommst, mehr weißt, dann wirst du auch besser werden. Und deine Fähigkeiten, die verlernst du nicht. Das heißt, wenn du einmal weißt, wie du Geld verdienst, wirst du immer die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Mhm. Und mit 20.000 Euro kannst du nicht reich werden. Ja? Dementsprechend investierst du in dich selber, eigne dir Fähigkeiten an und dann verdien richtig Geld. Ja. Ich glaube, das ist ein längeres Thema so. Ja, das ist echt so ein Thema, da kann man, glaube ich, ewig drüber reden. Ja. Gerade hier ist es so, das lernst du auch im Ausland, finde ich so. Die Menschen hier verlassen nicht ihre Komfortzone, die sind so von Schulsystem, von den Eltern halt komplett da reingedrückt. Du musst einen guten Abschluss haben, du musst studieren und so. Dann kriegst du einen guten Job. Was ist ein guter Job in Deutschland? Wenn du jetzt einmal 5.000 Euro verdienst, tut mir leid. So gut ist das auch nicht. Brutto. Ja. Oder als Arzt, selbst wenn du 10.000 verdienst, was ist dabei gut? Ja, brutto. Ja. Davon gibst du nochmal 4,5 ab. Und ne? du arbeitest halt auch noch 40 Stunden für das Geld. Dann rechne das mal durch. Ja. Ja, das sind 160 Stunden, wo du dann vielleicht, keine Ahnung, 5.000 ist richtig gutes Netto bekommst in 140 Stunden. Das sind 40 Euro die Stunde. Was möchtest du denn damit? Da kannst du so, also finde ich nicht fair, weil du hast keine Freiheit. Also du tauschst Zeit gegen Geld. Thema Ärzte und Bezahlung finde ich auch nicht fair in Deutschland. Deswegen gibt es auch meiner Meinung nach wenig gute Ärzte hier. Die hauen alle ab ins Ausland, aber das ist ein anderes Thema. Ne? Aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Trotzdem ist das natürlich auch viel Geld. Ne? Aber wenn du es nicht ausgeben kannst, weil du keine Freiheit hast, lieber, guck mal, die Menschen wollen dann mehr, lieber hast du ein bisschen weniger, aber du lebst frei und lebst ein schönes Leben. Weil wenn du nachher sagst, so, du kannst dein Geld gar nicht ausgeben, weil du keine Zeit dafür hast, ja, und du konsumierst nur, du holst dir ein neues Auto, eine neue Uhr, keine Ahnung was,
wenn das dein Lebenstraum ist, ein Haus mit Kindern und ein Auto zu haben, dann mach das. Davon wird man nicht glücklich. So, ja, aber wenn du selber ein anderes Ziel hast, dann verfolg dein Ziel und hör nicht auf jeden um dich herum, sondern geh aus deiner Komfortzone und mach dein Ding. Ja. Das ist ganz geil. Kann man wieder so ein bisschen Background auf Bodybuilding, ne? Wenn du da was erreichen willst, musst du aus deiner Komfortzone raus, ne? Alles andere wird nichts. Und da unterstützt dich am Anfang auch keiner. Also meistens, wenn du deinen Eltern sagst, du willst Bodybuilding machen, ne? Gibt's Konto. Oder deinen Freunden, genau, und guckst, wie die aussehen und ach, du musst doch das und das machen, so. Mhm. Aber du möchtest das machen und du tust das einfach, ja? Ja, weil du es willst. Genau. Ja. Die Supplements, sind die günstiger als in Europa? Teurer. Teurer, und schwer verfügbar, normales Supplement. So ein Kilo Whey kostet 45 Euro. Krass. Das ist echt schwierig zu kriegen. Ja. Ja, das ist auch noch interessant hier. Gibt es eine Strafe für den Besitz vom Stoff in Thailand? Nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube, wenn du einen riesigen Vertrieb aufbaust, ja, selbst dann nicht unbedingt, wenn du mit der Regierung zusammenarbeitest und ein bisschen Geld abgibst. Ansonsten kann das natürlich sein. Aber wie gesagt, ich bin damit geflogen. Ja. Ist gar nichts los. Okay. Gar nichts. Und ich stehe auch auf der Straße und jage mir eine Spritze rein, so wenn ihr jetzt Pre-Workout rein muss. Das ist auch komplett egal, gibt auch gar keinen. Crazy. Also nicht, dass ich wüsste. Ja, passend zum Ende des Videos gibt es noch eine letzte Frage. Und zwar: Happy End nach dem Training möglich? Wenn sie weiblich ist. Kann sich melden, dann können wir gucken, aber nee, ist natürlich in Thailand möglich, ja, definitiv, also gehst du in eine Massage und dann kommt es immer darauf an, also du kannst es glaube ich zwischen, so mit 10 Euro kannst du schon starten, dann kriegst du einen Handjob, wenn du Glück hast, so, wenn du gut verhandelst, kriegst du vielleicht für 20 Euro einen Blowjob, so und für 30 Euro kriegst du das Gesamtpaket und gehst nach der Massage einfach in den Hinterraum und kannst mit dir machen, was du willst, so, und es gibt halt auch Vorhandmassage, dann hast du so zwei Frauen. Das kostet glaube ich 35 Euro oder so, also es gibt da schon Möglichkeiten, ja. Aber so mal nach der Massage sicherlich entspannt, aber sonst kannst du es halt auch einfach so kriegen. Ja, ich wäre viel lieber für eine normale Massage, Alter. Was kostet dort eine normale Massage? Zwischen 5 und 10 Euro. 5 und 10 Euro, ja. Und dann eine Stunde Sportmassage, eine Stunde werde ich dann massiert. Boah, ich würde das zweimal am Tag machen, gell? Du musst halt, das mache ich halt auch immer. Ich gehe nicht zu den hübschen Masseuren, weil du weißt, die wollen dich nicht normal massieren, die sind vielleicht auch nicht so gut. Ich gehe so zu den alten, ja, die dann so ein bisschen dicker sind, damit die auch ein bisschen Kraft haben, ja. Und dann kannst du dich auch richtig massieren lassen. Okay. So, und da weißt du auch, dann brauchst du dir nichts Sorgen machen. Ja. Easy. In diesem Sinne, Leute, wir bedanken uns beide fürs Video, sagen, supportet uns, supportet mich. Du hast noch leider keinen Code am Start, aber das gucken wir vielleicht noch. Code ADOLF10 bei BigZone. Für 10% Rabatt und für die Unterstützung von weiterem Bodybuilding-Content und YouTube-Content. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank. Der Christoph haut jetzt bald wieder nach Thailand ab. Und wer weiß, vielleicht komme ich ihn ja mal besuchen. Sehr, sehr gerne. Das sehen wir noch in Zukunft. Peace, bis zum nächsten Mal.